Ich fange mal am Anfang an. Und ich erzähle heute alles das über den Knecht, was man nicht lesen kann. Ich zeige auch nichts, weil für das gibt es die Homepage, für das gibt es Facebook, für das gibt es Instagram. Und ich erzähle einfach, was ich mache. Ich habe 1989 angefangen als Sozialpädagogin zu arbeiten, hier in Zürich, auf dem Blattspitz, damals noch, im Letten. Und habe geschafft mit Drogenprostituierten. Das war eine rechte Aufbruchzeit in Zürich. Also überhaupt in der Schweiz, aber besonders in Zürich, weil halt einfach das Elend, das hat einem wirklich bis in die Nacht eigentlich verfolgt. Auch mit diesen Frauen jede Nacht, die gekommen sind, gefunden haben, oh, sie seien vergewaltigt worden. Sie haben sich schnell einen Schuss gesetzt, bevor der nächste Freier kam und, und. Ich habe dann so wie beschlossen, ich werde jetzt Terroristin. Weil das ist nicht zum Aushalten. Ich bin immer an die Demos gegangen, ich habe die Wohlgruppe mitbesetzt, ich habe die Stadt erpresst, indem ich die erste Frauennotschlafstelle in der Schweiz initiiert habe. Die Stadt hat sich zu dieser Zeit geweigert, eine Frauennotschlafstelle zu machen und hat gefunden, die normale Notschlafstelle, das lange. Das Problem ist aber, dass die Frauen in der Nacht angeschafft haben und durch den Tag haben müssen schlafen und die Notschlafstellen genau umgekehrt funktioniert haben. Sprich, die Frauen haben bei Freiers auf der Straße im besten Fall in Hotels oder bei Kollegen geschlafen durch den Tag. Nachdem in der Wohlgrotte die Frauennotschlafstelle, wie gesagt, initiiert war von mir und mit anderen Frauen betrieben worden ist, ist es 4 Monate gegangen und an der Zollstrasse hat es eine städtische Frauennotschlafstelle gegeben. So, der Blattspitz ist geschlossen worden dann auch. Ich habe wie gefunden, das mit dem Terrorismus muss ich mir noch mal so ein bisschen überlegen, weil Barbara Kistler, das ist eine, wo man heute würde sagen vom Aufbau, aber die ist in Kurdistan im Kugelhagel umgekommen, ist aber vorher gefoltert worden von den Türken und so. Und ich habe dort schon gewusst, ich würde reden wie ein Vögeli, wenn mir das würde passieren. Ich würde sofort alles erzählen. Also bin ich da wahrscheinlich nicht so geeignet für die Art von Widerstand. Ich habe dann die Aufnahmeprüfung gemacht für Theater und gehe Theater studieren auf Deutschland. Also Regie. Ich wollte zuerst Theaterpädagogik wählen. Nach 3 Wochen habe ich allerdings gemerkt, Theaterpädagogik ist nicht das, was mich interessiert. Mich interessiert Regie. Und der Regie bin ich eigentlich bis heute treu geblieben. In ganz vielen verschiedenen Formen. Ich bin dann zurückgekommen von Deutschland und habe 2-mal im Jahr ein Stück inszeniert, also ein Theaterstück. Und sonst habe ich weitergearbeitet als Sozialpädagogin mit Schwerpunkt respektive auch ein bisschen Spezialisierung auf männliche Jugendliche mit Integrationsproblem zwischen 14 und 21, sprich erste, zweite, dritte Generation Jugoslawienkrieg. Ich habe, wo der Syrienkrieg angefangen hat, respektive 2010, 2011, das war gerade so der Wechsel, wo der tunesische Gemüsehändler sich aus Verzweiflung angezündet hat in Tunesien, ist der arabische Frühling losgegangen. Und genau an diesem Tag hatte ich eine Vernissage von einer Arbeit, die heisst «Go West» in Kreuzlingen. Dort habe ich so aus alten Gemüsekisten ein Haus gebaut
ins Museum rein, also unten in den Keller rein. Dann hat es einen Turm von Champagnergläser. Alle Minuten ist ein Tropfen Honig abgetropft. Es hat 300 Kilo Äpfel an der Decke gehabt, rote, grüne und gelbe, angeordnet wie ein türkisches Teppichmuster. Das ist gehangen über 3 Monate. Und die Äpfel sind langsam aus dem Muster raus am Boden gefallen, sind verfaulet, vertrocknet. Es hat extrem gestunken bis auf die Strasse raus. Und es ist eine syrische Familie mit ihren Kindern über die 3 Monate jede Woche schauen, wie das aussieht, die Installation. Und dann ist der Syrienkrieg losgegangen. Und denen ihre Familie ist in Syrien umgekommen. Sie haben mir geschrieben. Und ich habe einfach gewusst, so, ich will jetzt nicht nochmal erste, zweite, dritte Generation arabischer Frühling als Sozialpädagogin. Weil bis das dann vorbei gewesen wäre, wäre ich pensioniert und ich hätte mein ganzes Leben eigentlich unserer Gesellschaft wie gewidmet. Und ich habe gemerkt, es geht nicht mehr. Und ich habe mich dann gefragt, was ich machen will. Und habe gefunden, ich schenke mir ein Sabbatical. Ich schenke mir ein Sabbatical, indem ich einen Master mache auf einem Gebiet, wo ich eigentlich nicht viel Ahnung habe. Und ich habe die Aufnahmeprüfung an der ZHDK gemacht für Master in Kunst. Sie haben mich genommen, Südossien. Ich war dann dort und habe ziemlich schnell gemerkt, dass Kunst meine grosse Liebe ist. Und jetzt bin ich seit 5 Jahren mache ich nichts anderes als Kunst und finde es immer noch extrem grossartig. Also das heisst, man kann auch so einen Kunstweg gehen, der total untypisch ist. Man muss einfach in dem Sinne extrem viel Wille und Präzision und vor allem Disziplin haben. Das ist das, was ich merke. Während ich an der ZHDK war, habe ich gemerkt, ich interessiere mich vor allem dafür, was ist ein trojanisches Pferd, wie funktioniert ein trojanisches Pferd, bin ich das im System, ist das System das in mir und welches ist meins? Und ich habe gemerkt, mein trojanisches Pferd ist der Balkan. Eindeutig. Und mir ist auch klar geworden, wieso dass ich nicht mehr als Sozialpädagogin arbeiten konnte, weil ich habe wie aufgehört, an die Gesellschaftsformen, so wie wir sie haben, zu glauben und glauben viel mehr an die Gemeinschaft. Und das habe ich total interessant gefunden, wie herauszufinden. Und habe wie beschlossen, mich dem mehr zu widmen. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, da spielt Heimat eine Rolle und da spielt auch Identität eine Rolle. Und wie setzt sich Heimat zusammen? Und ich habe auch wie so These für mich entwickelt, dass man Heimat heute verhandeln muss. Dass Heimat nicht mehr einfach gegeben ist durch das, dass man dort, wo man geboren ist, aufwächst, auch stirbt, sondern man hat viel, viel mehr Möglichkeiten. Durch das Internet hat man Zugriff fast in Echtzeit auf alle möglichen Arten von Wissen, Informationen und so weiter und so fort. Durch das denke ich auch, tut sich Identität ganz anders bilden. So. Für mich ist dann auch so gewesen, dass durch das, dass meine Großmutter gestorben ist mit 103 Jahren und die Bäuerin, die ich mit ihr gelebt habe, auf dem Bauernhof 17 Jahre im Berner Oberland, die ist auch gestorben, beide, eigentlich fast in den gleichen Monaten, habe ich wie gemerkt, meine Heimat bricht weg. Das ist das erste Mal, dass ich wie das Gefühl hatte, dass eine Heimat wegbricht, ein Wissen auch. Und ich konnte wie, um die Trauer auch verarbeiten, habe ich wie gefunden, ich mache ein Werk für die. Ich mache ein Werk für die Frauen, die 2 Weltkriege erlebt haben. Es gibt fast
niemand mehr, der zwei Weltkriege erlebt hat, nämlich der Erste und der Zweite Weltkrieg. Und die Bauernfrauen schon gar nicht. Und ich habe gefunden, ich will denen etwas widmen und bin darauf gekommen, dass ich einen Schnaps machen will. Dass ich etwas machen will, das Magstation ist, wo wie die Essenz eigentlich von einem Zustand, wo ich als meine Heimat diesen Frauen gegenüber und auch dieser Tradition, für was sie stehen und die Tradition, die ich weiterführen will, widme und habe einen Lärchenschnaps gemacht. Grasgrün, und es ist so, wenn man einen Schluck nimmt, dann geht es innerhalb von Sekundenbruchteilen und man ist wirklich im Wald. Und gleichzeitig hat er etwas so wie von Maga. Maga ist so ein Wäschmittel von früher. Ich mag mich genau erinnern. Ich mag mich auch erinnern, wie ich als Kind im Kinderbett gelegen bin bei meiner Grossmutter daheim. Von unten rauf ist der Kaffeegeruch vom Filterkaffee. Und irgendwie in diesem Wald immer laufen mit dem Grossvater und der Grossmutter und so. Und irgendwie habe ich so wie gemerkt, das sind so die ersten Eindrücke und Gerüche und auch Geschmäcker, die ich als meine Heimat eigentlich würde bezeichnen. Und habe wie beschlossen, aufgrund von dem, dass ich meine Forschung eigentlich via Geschmack will weiterführen will. Ich habe dann gleichzeitig immer auf Facebook jeden Tag in verschiedenen Serien und Rubriken Bilder gepostet, Videos, Artikel und so weiter und so fort. Unter anderem gibt es auch eine Rubrik, die heisst «Immer wieder sonntags». Und bei «Immer wieder sonntags» habe ich Fotos fotografiert und eingestellt. Das heisst, man hat aufgrund der Fotos eigentlich die Rezepte nachkochen können. Gleichzeitig gibt es so eine Rubrik, die heisst «Home Sweet Home». Und dort geht es um die Heimatfront. Die Heimatfront fängt dort an, wo die Aglo aufhört. Und geht bis dort, wo Bergzone 2 anfängt, für mich. Das ist die Häusli-Schweiz. Weil mich interessiert, wie kommt eigentlich die Ästhetik in das Mittelland von diesen Einfamilienhäusli? Wann und warum hat man sich auf diese Art von Ästhetik geeinigt? Weil wirklich schön ist ja das nicht. Aber es ist vielleicht gebig und es ist vielleicht nicht so teuer und es braucht vielleicht nicht so viel Platz. Aber es ist trotzdem für mich immer noch interessant, wieso ein Giebeldach und nicht ein Flachdach. Wieso die Farben und wieso immer mit diesen gleichen Gärten, mit diesen gleichen Zimmeraufteilungen? Ist das, weil man immer gleich sein will und es besonders einfach ist, das so zu bauen? Oder was ist der Grund? Seit dort ist bei Home Sweet Home, tue ich alles durchfotografieren mit meinem Handy. Aber es sind inzwischen auch meine Tiere dazugekommen, es sind auch Bauernhöfe dazugekommen. Es ist so wie ein Format oder eine Reihe, die sich, wie gesagt, mit der Ästhetik von uns, wie wir auf dem Land in der Häusli-Schweiz leben, ist. Die ist nämlich schon sehr anders auch dem gegenüber, was in der Stadt ist. Und der Stadt-Land-Gap, den finde ich sowieso total interessant, weil ich glaube, dass jemand von Zürich jemandem in Istanbul zum Beispiel viel näher ist als ein Zürcher jemandem, der aus dem Schächental kommt. Hingegen der, der im Schächental ist, ist wahrscheinlich dem aus Anatolien näher. Wenn ich das anschauen würde, würde das ja auch bedeuten, dass Asylbewerber, die bei uns reinkommen, oder Geflüchtete, die zu uns reinkommen, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr schauen müsste, woher die eigentlich kommen, damit sie besser sich integrieren könnten. Aber
so, wenn man natürlich jemanden aus einer Großstadt nimmt und dann irgendwo in Lukmanier aufstellt, dann ist es ja logisch, dass der Mensch das total unwohl ist, dort, weil der hat ja schon ganz einen anderen Rhythmus in sich inne und umgekehrt genau gleich. Solche Sachen interessieren mich selbstverständlich auch. Und für das gibt es auch weitere Serien und eben auf Facebook. Ich habe dann irgendwann gemerkt, so, Facebook langt mir nicht, ich bin keine Bloggerin, das interessiert mich nicht. Und habe wie beschlossen, ich will mal ausprobieren, ob auch meine Theorien in Realität umsetzbar sind. Und habe durch das in einer Zwischennutzungssituation in Basel den Knecht aufbauen. Der Knecht ist dort, weil ich glaube, in einer Zwischennutzung wird Gesellschaft verhandelt, wird Heimat verhandelt und kann sich Identität auch bilden. Allerdings immer nur auf Zeit und das ist das, was ich eigentlich das Interessanteste finde. Ich finde auch gut, wenn eine Binz geräumt wird, irgendwann, wenn das vorbei ist. Und ich finde immer alles eigentlich gut, was dann mal vorbei ist und neu muss verhandelt werden. Weil dann kann man auch überprüfen, ob das, was man denkt, was ist, auch für eine Zukunft kann standhalten. Und das ist völlig egal, ob das auf dem Land ist oder in der Stadt oder in einer linken Position oder in einer bürgerlichen Position. So. Durch das bin ich auf die Zwischennutzungssprache gegangen und habe einen WC-Wagen aus den 70er Jahren umgebaut in eine Küche, also in eine professionelle Küche. Ich habe dann gefunden, ich tue jetzt die nächste Zeit nur libanesische Hamburger und selber gemachte Pommes frites machen und das ist glaube ich ein Monat gegangen und dann ist es mir schon recht langweilig geworden, ehrlich gesagt. Es sind zwar die Schlangen sind recht lang geworden, um 8:30 am Abend sind die Hamburger verkauft gewesen, oder am 9. Und ich habe gemerkt, es ist überhaupt nicht das, was mich interessiert und bin dann so mit einem totalen Zufall auf die Scheuer gekommen. Ich habe nämlich für meine Freundin eine Motorsäge gesucht auf Ricardo. Und bei den Bausachen habe ich dann also in der völlig falschen Rubrik die Scheuer gesehen, im Jura. Und habe gefunden, okay gut, 1 Franken. Ich drücke jetzt einfach mal ja und schaue mal, was man sieht. Und bin natürlich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass ich die jetzt gesteigert habe für 1 Franken. Das war mega lustig. Dann habe ich so 2 Stunden später bekommen, wir gratulieren, sie haben die Scheuer jetzt gesteigert. Und ich so, what the fuck, das ist ja irgendwie 10 Meter lang, 6 Meter breit, 9 Meter hoch. Ich habe ein Haus. So. Und dann sind wir am nächsten Tag mit dem Auto in Jura auf Boncourt rausgefahren und sind die Scheuer geschaut. Und ich dachte, ja, ich kann die einfach abbauen und das Holz dann irgendeinem Hipster-Schreiner in Zürich verkaufen. Die könnten da ein Restaurant draus machen. Und dann war ich dort und habe wie gemerkt, die Scheuer, die ist einfach leer. Das geistert nicht. Also, ich kann nicht irgendwie, wie bei alten Bauernhäusern oft, wenn du reinkommst, es erschlägt ja vor Geschichte, sondern ich bin wieder dort reingekommen und es ist so wie einfach ein neutraler Ort gewesen, der aber gleichzeitig einfach mega schöne Ausstrahlung hatte. Und dann habe ich so wie gedacht, ja, nein, also jetzt kann ich es nicht auseinanderrupfen und verkaufen hier auf Zürich. Und haben mir dann überlegt, dass ich sie will zügeln auf den Platz, wo der Knecht, also der Küchenwagen, schon gestanden ist und dort eigentlich die Scheuer will im Original wieder aufbauen und so ausbauen, dass ich einen experimentellen Raum für mich allein habe. Weil für uns Künstler ist es immer recht schwierig mit der Ateliersituation, Ausstellungssituation und so weiter. Es ist selten so, also so ist mein Eindruck, dass man scheitern kann
in der Öffentlichkeit. Das ist irgendwie wie nicht vorgesehen. Also, man tut ja immer allen anderen zugestehen, dass Scheitern menschlich ist, aber sich selber lassen scheitern, das ist nicht etwas, das vorgesehen ist oder wo förderlich wäre für die Karriere. Man muss immer einem bestimmten Flow entsprechen. Das ist einfach so. Und ich habe so wie gefunden, okay, gut, jetzt habe ich die Möglichkeit, meinen eigenen Raum zu haben, meine eigenen Gesetze. Ich kann entscheiden, wer da reinkommt und wer auch wieder rausgeht. Und ich kann entscheiden, was da drin stattfindet. Ich habe meine Pensionskassen aufgelöst. Habe Geld gesucht via Stiftungen und habe es wirklich zustande gebracht, dass die Jury jetzt steht. Sie ist ausbauen nach einem Energiestandard 3, sprich, das ist ein Energiestandard von einem Einfamilienhaus. So, eben, Häusli Schweiz. Es sieht einfach ganz anders aus von außen. Aber es ist, es hat angefangen mit dem, dass Baubehörde von mir eigentlich verlangt hat, dass ich neue Fenster rein tue. Habe ich mich selbstverständlich geweigert und musste dann recht lange überlegen, wie dass ich mit diesen ganz alten Holzrahmen Isolationsglas rein tue. Ich habe dann mit einem Freund von mir, der Schreiner, lange herumgetüftelt. Wir haben dann die Scheiben rausgenommen, haben die Sprossen alle auf der einen Seite runtergefräst, haben das Isolationsglas drin und haben aus dem Holz von Brettern, die kaputt gegangen sind, von der Scheuer, einen neuen Rahmen aussen drauf gemacht. Also, so war es eigentlich bei allem bei der Scheuer. Ich will nicht ins Detail gehen, aber einfach zum sagen, es war recht aufwendig. Ich kann monatelang bin ich am Morgen um 7 Uhr aufgestanden, habe bis am Abend um 8 Uhr durchgearbeitet. Ein befreundetes Künstlerpaar hat mir geholfen bei der Isolation, bei der Umsetzung. Und jetzt ist die Scheuer da. Und sie ist auf eine Art wie ein Stachel im Fleisch auch von dieser Zwischennutzung. Weil die Scheuer ist nämlich nur einmal im Monat offen. Und an dem einen Mal im Monat mache ich die Essen, die heissen immer wieder sonntags. Es gibt immer 5 Gänge, ist immer an einem anderen Produkt oder an einem anderen Thema gewidmet. Alle Produkte, die ich habe, sind bei uns aus dem Dorf oder aus der unmittelbaren Umgebung. Ausser der Fisch, der kommt meistens vom Zürichsee. So. Ich mache das jetzt seit 1,5 Jahren, jeden Monat. Inzwischen ist dazu gekommen, dass ich auch ein bisschen in Europa herumfliege und auch Privatessen anbiete. Das heisst, ich werde eingeflogen, ich koche dort, es gibt Angestellte, die dann servieren. Und es ist aber das Prinzip, bleibt eigentlich wie das Gleiche. Bei mir kauft man ein Happening, kauft man Kunst und kauft man Essen wie vom Berg. Weil die zwei alten Frauen, die schwingen immer mit. Und das ist mir total wichtig, dass ich wie probiere, eine geschmackliche Komposition anzubringen, die wie meine Heimat repräsentiert. Weil ich glaube, es gibt keine objektive Heimat. Viele ist es auch so, Leute, die zu mir kommen, können essen, haben wie das Gefühl, jetzt gibt es Rösti, Spiegelei und Speck. Oder man kann bei mir in die Jury sitzen und es ist total wohlig warm und man kommt raus, wie wenn man ein Fondue gehabt hätte. So ist es nicht. Es ist meistens so, dass es ein bisschen anstrengend ist. Auch für die, die kommen, können essen, weil es Geschmackskombinationen hat, die man so wahrscheinlich nicht würde erwarten würde. Und ich experimentiere auch recht viel mit Trockenfleisch zum Beispiel, aber auch Infusionen, die ich mache mit der Sous-Vide-Methode. Ich mache Schnaps selber und so weiter und so fort. Ja, letztes Jahr bin ich
an der Biennale, also in Venedig, im Salon Suisse, und habe so ein Essen gemacht für 70 Leute. Das Jahr jetzt im Februar und März bin ich im Kunsthaus in Zürich. Ich finde es recht interessant, wie sich plötzlich meine Forschungsarbeit auch in Kollaborationen aufgeht. Also ich bin nicht mehr allein. Ich bin jetzt 5 Jahre und ich ganz allein das alles gemacht. Und jetzt merke ich, dass es mir eigentlich auch recht gut tut, wenn ich Kollaborationen eingehe. Also zum Beispiel auch mit der Lauren Wildbolz. Wir kochen im April 3 Tage hier in Zürich in einem Jugendstilhaus. Im wahrscheinlich einzigen Haus im Niederdorf, das noch nicht ausgebaut ist und renoviert ist. Also in einem Original-Jugendstilsaal. Und ich freue mich recht, weil sie ist die Frau Vegan und ich bin seit Betty Bossi letztes Jahr die Frau Fleisch, was in meinem Fall überhaupt nicht stimmt. Aber es ist egal, das ist die Öffentlichkeit, mit dem muss man leben. So, ja, das ist alles. Wenn ihr Fragen stellen wollt, könnt ihr das gerne jetzt machen. Ja, also es kann. Okay, ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe ein Roadkill-Reh, das habe ich auch meine letzte gerade gekocht. Ich habe vom Wildhüter bei uns im Dorf, der ruft mich manchmal an und sagt, ja, er habe einen Rehbock schiessen oder es sei ein Reh auf der Straße umgekommen oder eine Wildsau oder auch Dachsen. Und fragt mich manchmal, ob ich es haben will. Und ich kaufe immer ganze Tiere und tue die Tiere auch selber aus der Decke, sprich aus dem Fell nehmen, tue es selber ausbeindeln, vakuumieren und auch verkochen. So weiß ich immer ganz genau, wie ist A, das Tier gestorben, B, wie gesund ist es gewesen, wie ist das Fleisch, wie kann ich es am Schluss auch zubereiten. Weil es ist nicht jedes Tier gleich geeignet. Die Tiere sind einfach halt auch Individuen und entsprechend muss man Rücksicht nehmen darauf beim Kochen. Also, dann habe ich so einen Roadkill Bock und bei dem hat es zur Vorspeise Suppe gegeben von den Knochen. Ich habe die Knochen von ihm ausbeindelt und habe dazu Leberknödels gemacht. Das ist aus seinen Innereien. Also es hat nicht nur Leber drin gehabt, sondern es ist auch Lunge, Herz und so drin gewesen. Das hat es zur Vorspeise gegeben. Nachher habe ich einen grossen Kürbis genommen, in die Kohle reingetan und habe ihn 1,5 Stunden in der Kohle reingelassen, bis er verkohlen war, aussen, ganz schwarz. Habe die Kohle weggenommen, habe aus dem Hinterbein, also aus den Hinterläufen des Rehbock, habe ich gehackt gemacht, also ganz brachial einfach durch den Fleischwolf durchgelassen. Und habe es gekocht, eigentlich so wie ein Voressen, recht lang. Und das hat es dann zusammengegeben mit dem Kürbis. Dann habe ich aus dem Rücken ein Tartar gemacht mit Meertrübeli, also mit Johannisbeeren frischen. Und dazu hat es eingelegte Meerfenkel gegeben. Das ist so ein Kraut. Zum Dessert weiss ich gerade nicht mehr, was es dort gegeben hat. Aber ja, so ein bisschen so ist das. Also ich probiere einfach immer wie herauszufinden, was ist
von dem Thema, das ich habe, was ist für mich meine Essenz und wie kann ich das Produkt möglichst gut verkochen und so kombinieren, dass es einmalig ist. Weil jedes Essen, das ich mache, ist nicht aufgeschrieben, es gibt kein Rezept, es ist jedes Mal neu und für mich von dem her auch eine rechte Herausforderung. Weil ich will nichts wiederholen. Es gibt zwar schon so Sachen wie so Lieblingsgeschmäcker von mir. Das sind zum Beispiel die gepökelten Eigelb. Das gibt es immer wieder. Da mache ich manchmal Schwarzwurzeln mit irgendwie Nussbutter, gepökeltes Eigelb drüber und am Schluss irgendwie verstampfte Kakaobohnen also für den Crunch. Das hat man ja so gerne im Moment. Und aber auch für den Geschmack. So, ich mache selber Miso oder es gibt jetzt zum Beispiel am Sonntag gibt's eine Erde aus dem Wald bei uns, die dann aber gemischt ist mit Buddhas Finger. Buddhas Finger, das ist so eine Zitronenart, die aussieht wie so Finger halt. Und das wird dann oben drüber gekoppelt. Und das sind dann so Pirogen, die gefüllt werden mit Karpfen und Herdöpfeln. So. Also das ist zum Beispiel ein Essen am Sonntag jetzt, wo kommt. Sonst weiss ich noch nicht, was ich weiter koche. Jetzt muss ich nachher schauen. Nein, also der Roadkill-Bock, der war. Und jetzt der Sonntag ist das Thema, was Gott nicht sehen soll. Also es geht um Fasnacht. Auch. Und früher war es halt so, also Maultaschen oder Zagen, sagt man, dass zum Beispiel Maultaschen von Mönchen entwickelt worden ist. Sie haben trotzdem, dass fast die Zeit war, wollen Fleisch essen und haben nachher das Fleisch in Teig reingetan, also eben Maultaschen. Und haben das als Suppe gegessen und somit gefunden, ja, Gott sieht ja nicht, dass wir Fleisch essen, weil es ist ja abdeckt. So. Und ich gehe so ein bisschen wie diesen Sagen nachher. Oder früher ist auch zum Beispiel Biber gegessen worden in dieser Zeit. Das hat den Biber ja auch wirklich, der ist fast ausgerottet worden, auch wegen solchen Sagen. Weil sie haben gefunden, Biber kann man essen, Biber ist ja Fisch. Also, Biber ist ja nicht Fleisch, sondern Fisch, wie der schwimmt. Also, so solche Sachen. Und das finde ich eigentlich recht interessant, dass alles können nachher wie in einen Geschmack und in einen Geschmack hineinzubringen und so eigentlich auch Traditionen und Sagen wie erfahrbar machen. Nein, die Schüre will nicht zum Hipster-Schreiner gehen, weil die Schüre ist irgendwie wie so mein Schneckenhaus jetzt. Ich kann durch das, dass ich so viel daran bauen habe, habe ich sie extrem gerne bekommen und ich habe überhaupt nicht vor, sie nachher im Hipster-Schreiner zu geben. Es ist recht fest, da hast du schon recht, aber es ist ja nicht gemauert, es ist alles nur Holz. Also es ist wirklich im Originalzustand. Isoliert ist sie mit Holzwolle und so. Das kann man ja alles wieder wegnehmen. Es ist wirklich alles so gemacht, dass man es auseinandernehmen kann, wie ein Lego-Haus und wieder neu mit anders aufbauen. Also sprich eigentlich wie die Häusli-Schweiz auch. Das sind auch fertige Bauelemente, die angestellt werden und wieder weggenommen. So. Also darum haben wir jetzt auch mit Schrauben gearbeitet und nicht mit Nägeln zum Beispiel. Ja.
Ja, also ich glaube, Angst gehört immer dazu. Und ich habe manche Nacht schon nicht geschlafen in meinem Leben, das ist tatsächlich so. Also, als ich noch Sozialpädagogin war, hatte ich weniger Angst als jetzt. Das ist eindeutig so. Ich glaube, so wie das Wissen darum, dass man von der Kunst leben, dass das 1-2% der Leute arbeiten. Und das über lange Zeit, die Präzision, das Handwerk und auch die Disziplin anbringen, das ist eine enorme Leistung. Und man muss extrem an sich und an das, was man macht, glauben. Und gleichzeitig weiss ich aber auch, die Welle kommt und die Welle geht gerade wieder. Und man muss sich, oder ich muss mir sehr bewusst sein, was sage ich den Medien, wem gebe ich ein Interview, warum mache ich das. Ich muss in jedem Augenblick, habe ich das Gefühl, wissen, was ich mache. Um überhaupt die Präzision anbringen und ich weiss nicht, was in einem Jahr wird sein oder in 2 Jahren. Bis dann interessiert sich vielleicht überhaupt niemand mehr, was ich koche oder dass es mal so etwas wie Kunst und Kochen gegeben hat. Aber es ist jetzt einfach, mich treibt das an und ich will es wissen. Ich will es einfach wissen und so lange mache ich weiter. Und es ist auch so, dass ich mir das Thema Heimat und Identität habe ich mir 10 Jahre gegeben, um das herauszufinden. Also es ist begrenzt. Ich bin jetzt 7 Jahre dran. Ich wollte 5 Jahre nur im Internet dazu forschen und 5 Jahre auch unter realen Bedingungen. Ich habe jetzt noch 3 Jahre und nachher ist es fertig. Und ich habe keine Ahnung, was ich in 3 Jahren machen werde. Es kann sein, dass ich Schafe hüte oder dass ich mit meinen Geissen, ich weiss auch nicht, was ich machen werde. Ich will ganz sicher immer mit dir sein, das weiss ich. Weil diese Art von Kommunikation ist das, was mir extrem entspricht. Und alles andere weiss ich nicht. Also was gibt mir Energie, ob schon es anstrengend wirkt oder so auf den ersten Blick? Okay. Also Energiekosten tut... Also mich kostet es recht viel Energie, immer präzise zu sein in dem, was ich mache. Das braucht wirklich viel Energie, weil ich muss eigentlich ständig wie reflektieren, was mache ich, wo bin ich, wer bin ich und wo stehe ich. Weil es ist ja nicht so, dass man von mir könnte Kunst kaufen. Also man kann zu mir essen und manchmal gibt es auch Fotos, die man könnte erwerben oder so. Aber ich mache nicht in dem Sinn bildende Kunst, wo man kann sich neu mit in den Raum hineinhängen. Von dem her kann ich gar nicht für den Markt produzieren, zum Beispiel. Das ist, weil es gibt gar keinen Markt. Es gibt keinen Markt, Leute, die zum Thema Geschmack forschen, künstlerisch. Es gibt ganz wenig. Und von dem her, das braucht mich enorm viel Energie. Dort drin, trotzdem immer dort zu sein und wie mir Genauigkeit auch in dem innen aufzubauen. Was mir Energie gibt, das Netflix gibt mir Energie. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe das sehr entdeckt, das Serien schauen.
Weil Serien schauen ist für mich wie so, mein Hirn, mein Kopf kann runterfahren. Er ist mal nicht am Arbeiten die ganze Zeit. Es ist einfach, ich kann so sein und ich kann wie im Kopf eigentlich entspannen. Also von dem her schaue ich keine blutrünstige Serie, irgendwie so etwas wie Breaking Bad und so etwas. Das ist für mich schon wieder viel zu anstrengend. Ich schaue möglichst, dass ich keine Bücher lese, Filme schaue und so, wo Bilder generieren, wieder von Neuem, weil sonst bin ich wieder dran und dann muss ich alles in der Nacht noch verarbeiten. Das merke ich, das ist so etwas. Dann Energie geben, ob schon es extrem anstrengend ist, ist gehen laufen. Also wirklich mit meinen Viechern einfach unterwegs. Ich bin manchmal irgendwie 3 Stunden mit den Geissen und den Hunden einfach irgendwo im Wald und so. Und das ist zwar recht anstrengend körperlich. Aber gleichzeitig ist einfach so wie die Art von eben Kommunikation und Sein ohne Meta-Ebene und ohne Subtext ist extrem angenehm. So, ja.